Ein Sommer wie damals, das ist wohl unser aller Wunsch. Der Tourismus als wichtige Säule der Wirtschaft soll endlich wieder in Schwung kommen. Aber bei der Frage nach dem Wie driften die Meinungen wie so oft auseinander. Der Nationalrat hat am Montag im Hinblick auf weitere Öffnungsschritte ein Gesetz beschlossen. Demnach sind geimpfte, getestete und genesene Menschen gleich zu behandeln. Die Regierung setzt darüber hinaus ganz stark auf den grünen Pass, der in 3 Etappen eingeführt wird. Wenn nötig, auch ohne den Sanktus der EU bzw. ohne eine EU-weite Lösung. Markus Blecher hat die aktuellsten Entwicklungen für Sie zusammengefasst. Seit dieser Woche sind Shoppingtrips auch wieder in Niederösterreich und Wien möglich. Der Handel, Museen und Zoos sind wieder offen. Und auch körpernahe Dienstleister, wie etwa Friseurinnen, dürfen wieder besucht werden. Die altbekannte Voraussetzung, strenge Sicherheitsmaßnahmen und ein negativer Corona-Test. Ab 19. Mai sollen nach derzeitigem Stand bundesweit auch die Gastronomie, Tourismusbetriebe und Kulturveranstaltungen wieder ihre Pforten öffnen dürfen, wenn man einen negativen Test vorweisen kann. Gleichzeitig können sich aber immer mehr Menschen impfen lassen. Viele sind schon gänzlich immunisiert. Bis jetzt ist aber auch diese Gruppe von der Testpflicht nicht ausgenommen. Aus diesem Grund hat die türkis-grüne Bundesregierung am Montag zu einer Sondersitzung im Nationalrat geladen. Genesene, Getestete und Geimpfte sollen mit den Öffnungen am 19. Mai gesetzlich gleichgestellt werden. Es ist rechtlich geboten, dass für Personen, von denen nur eine geringe epidemiologische Gefahr ausgeht, pandemiebezogene Einschränkungen aufgehoben werden. Das muss insbesondere auch für Geimpfte gelten. Aus der FPÖ hagelt es Kritik. Man spricht von erneuter Freiheitsberaubung und von Bevormundung der Bevölkerung. Der Zwang ist die tägliche Realität. Zwang, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Der Zwang ist die Wirklichkeit. Beginnend in den Schulen bis hinein zum Arbeitsplatz. Und da legen Sie ja jetzt mit dem Testzwang noch einen Schäuferl nach. Und wer nicht spurt, ist unten durch. Und das nenne ich Gesundheitsapartheid. Und das ist das, was Sie mit dem heutigen Tag implementieren in Österreich. Und Sie werden dafür die Verantwortung übernehmen müssen. Die Grünen verteidigen den Gesundheitsminister. Wir setzen eben geimpft, genesen, getestet gleich. Es ist wichtig, dass es eben keine Diskriminierung gibt, auch wenn der Kollege Kickl hier gänzlich etwas anderes bespricht. Es gibt nämlich keine Diskriminierung, weil man kann für diejenigen, die nämlich nicht geimpft sind oder nicht genesen sind, gibt es eben eine Ersatzhandlung in Form des Testens. Das Testen tut nicht weh, das ist nicht schlimm, das ist auch keine Herausforderung. Kapieren Sie es bitte endlich einmal. Ja? Und die ÖVP spricht von einer unvermeidbaren Maßnahme in der aktuellen Situation. Es gibt keine Alternative dazu, zu diesem grünen Pass und zu dem, was ihr, Sie, Frau Bundesministerin, mit dem Regierungsteam und mit unserem Kanzler und Vizekanzler auf den Tisch gelegt haben. Wenn wir aufsperren wollen, es gibt nur die eine Initiative, dann bleiben wir halt bis Ende Juni nochmal zu. Die SPÖ stimmt der Gleichstellung von Genesenen, Geimpften und Getesteten zu, übt aber scharfe Kritik an den vergangenen Ankündigungen und Versprechungen der Regierung. Sebastian Kurz, der dann glaubt, er ist der Superstar, der Retter, der große Krisenmanager und der in Wahrheit nichts weitergebracht hat in dieser Krise. Und gerade wenn wir heute darüber reden und Eli Köstinger da sitzt, der verspricht uns groß, bis 30. April werden alle Menschen in Österreich über 65 Jahre geimpft sein, hat nicht gestimmt. Bis Ende April haben wir einen grünen Pass, hat nicht gestimmt. Alles, was er angreift, ist nur Marketing, bla bla. Im Vergleich zu dem, was Sebastian Kurz uns jeden Tag auftischt, da ist ja der Baron Münchhausen ein Wahrheitsfanatiker im Vergleich zu Kurz. So kann man doch in einer Krise nicht agieren. Auch NEOS stimmen der Gesetzesnovelle zu, werfen dem Bundeskanzler aber gleichzeitig Selbstinszenierung und Showpolitik vor. Natürlich sind die NEOS dafür, dass geimpfte Personen auch ihre Freiheiten zurückbekommen, so wie Genesene ihre Freiheiten zurückbekommen haben. Aber dafür hätte es wahrscheinlich die heutige Sitzung gar nicht gebraucht, weil der Minister legt jetzt schon in Verordnungen fest, wer mit welchem Nachweis wohin darf. Und man hätte auch sagen können, dann darfst du mit dem Nachweis einer Impfung auch irgendwo hin. Aber es geht wieder einmal um die Inszenierung, weil Sebastian Kurz und seine Landwirtschaftsministerin tun so, als ob sie auf europäische Ebene den grünen Pass erfunden hätten. Aber was steckt eigentlich hinter diesem oft genannten grünen Pass? Wie er genau aussehen wird, ist noch offen. Die EU befindet sich derzeit mitten in Verhandlungen. Österreich möchte die ersten Schritte ohne Brüssel gehen.
Wie genau das ablaufen soll, ist aber noch nicht ganz klar. Fest steht bis jetzt nur, dass sich geimpfte, genesene und getestete Menschen digital oder auf dem Papier ausweisen werden können. In China hat ein ähnliches Konzept zur Eindämmung der Pandemie maßgeblich beigetragen. Einkaufen gehen, Restaurantbesuche und Reisen sind nur mit dieser digitalen Eintrittskarte möglich. Hier werden dadurch allerdings auch Bewegungsprotokolle der Bevölkerung aufgezeichnet. Ein Punkt, den Datenschutzaktivist Thomas Lohninger in der EU unbedingt vermeiden möchte. Wenn man das Ganze digital macht, dann muss es wirklich sauber gelöst sein. Und diese Frage ist immer noch offen. Ist dieses System überwachbar von zentraler Stelle? Also weiß der Staat, dass ich jetzt gerade einkaufen gehe, ins Restaurant gehe, ins Stadion gehe? Diese Informationen, bleiben die wirklich offline nur an den Ort, wo ich gerade bin, oder werden die eingemeldet an zentrale Stelle? Das ist auch eine der Fragen, wo wir auf EU-Ebene gerade dafür kämpfen, dass es eben keine Überwachbarkeit von zentraler Stelle gibt. Die Überprüfung der Gültigkeit dieser persönlichen Codes sollte unbedingt offline geschehen, ohne dass Daten an ein zentrales Register gehen. Die technischen Möglichkeiten dazu gibt es. Bei einer Offline-Verifikation kann ich wirklich auf dem Smartphone vom Security oder vom Wirten überprüfen, ist dieses Zertifikat gültig, ist das grün oder ist das rot. Bei einer Online-Verifikation frage ich jedes Mal nach bei einer zentralen Stelle, ist das Zertifikat vom Herrn Huber gültig, darf der ins Stadion rein, in die Kirche rein. Und diese Online-Verifikation gibt mir Daten über die Bewegungsströme der gesamten Bevölkerung in ihrer Freizeit. Und je nachdem, wo wir das verwenden, eben auch vielleicht die Kirche, wo ich hineingehe, oder Gesundheitseinrichtungen, wo ich hineingehe. Also da geht es wirklich um ganz heikle Daten. Deswegen dürfen die unserer Meinung nach zu keinem Zeitpunkt beim Start anfallen. Das ist einfach nicht notwendig und sollte man wegen Datenschutzbedenken sich sparen. Die Regierung müsse hier mit offenen Karten spielen. Diese aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr heikle Maßnahme braucht eine mit Fachleuten gut ausgearbeitete Grundlage, meint der Experte. Diese Gesetze brauchen alle ein Ablaufdatum. Da ist die EU auch wieder besser als Österreich, weil in der EU ist ganz klar 12 Monate und dann wird das eingestampft. In Österreich hat man noch keine so klare Ansage, wann diese Maßnahmen denn jetzt wieder zurückgenommen werden. Außerdem gibt es bisher weder in Österreich noch in der EU konkrete Pläne für den grünen Pass. Wie und wann ein solcher also tatsächlich kommt und wie und ob er den Sommerurlaub 2021 retten wird, bleibt weiterhin offen.